So Freunde, kommen wir heute zum heiligen Gral des Motorradfahrens, das Willifahren. Ja, viele möchten es gern können, viele probieren es, viele fliegen auf die Schnauze und keiner weiß genau, wie es funktioniert. Ja. Ich möchte euch jetzt als Vollprofi mehr oder weniger ein bisschen Tipps geben, wie ihr leichter das Verständnis fürs Willifahren bekommt und wie es funktionieren sollte und wie man generell die ersten Schritte macht, damit man irgendwie auch Erfolg hat. Viele Motorradfahrer würden es gerne können, wissen aber nicht, wie sie anfangen sollen mit dem Üben. Ja? Zunächst einmal würde ich empfehlen, Leute, probiert es nicht mit eigenem Motorrad aus, weil jede Übungsperiode hat auch seine dunklen Seiten, die was meistens nicht so gut ausgehen. Ja? Ich würde vorschlagen, vielleicht kennst du es von meiner Rennfahrerschule noch, von der Yamaha Reitwagen Racing School, unsere kleinen Yamaha TTR 125, eignen sich perfekt, um das zu üben und zu lernen. Und du kannst auch, wenn du mal überziehen solltest oder mal einen Fehler machst, nicht wirklich viel kaputt machen. Ja. Es gibt noch drei Punkte, die was man unterscheiden muss beim Willifahren. Es gibt den absichtlich hervorgerufenen Willi mit der Kupplung. Es gibt den Power-Willi, weil ich übers Gas geben mit starken Motorrädern rausbeschleunige. Und natürlich, es gibt einen Stunt-Willi. Stuntfahrer haben ganz andere Voraussetzungen, weil sie die Motorräder dementsprechend präparieren. Die haben so ein fettes Kranzel hinten, der braucht nur einmal am Gas lupfen und das Ding ist auf dem Hinterrad. Kommen wir aber zum Punkt Nummer 1. Der künstlich initiierte Willi geht immer über Kupplung. Also ich gebe leicht Gas wupp, und hole mit der Kupplung das Motorrad rauf. Wichtig dabei ist, das Motorrad schnell nach oben zu bekommen, um nicht zu beschleunigen in der Willi-Phase, weil sonst fahre ich das Motorrad einfach weg. Ja? Und natürlich ist das, muss gelernt sein und muss gekonnt sein. Dieses Raufholen auf diesen Punkt muss einfach trainiert werden und geübt werden, auch mit der Fußbremse. Wenn das verinnerlicht ist, ist einmal die Gefahr nicht da, dass ich überziehe und nach hinten runterfliege. Warum? Ich steige auf die Fußbremse, bam, und das Vorderrad kommt wieder runter. Ja? Und das muss einmal nach innen drinnen, das muss ganz tief drin sitzen, damit ich das verarbeiten kann und vor allem auch anwenden kann, wenn es ernst wird. Ja? Sobald ich das kann, kann ich den nächsten Schritt gehen. Ich kann versuchen, den Willi zu halten und muss die seitliche, das Umfliegen vom Motorrad mehr oder weniger im Willi in die Richtungen abzufangen. Ja? Das heißt, man sieht ganz gut im Video jetzt im Hintergrund, wie ich mit Körper arbeiten tue, damit das Motorrad in Spur bleibt. Ja? Und genau das sind halt Sachen, die kann ich nicht von heute auf morgen. Dazu muss ich eine gewisse Beharrlichkeit anwenden, damit das sitzt. Okay? Und der nächste Punkt ist eben der Power-Willi. Power-Willi passiert durch starke Motorräder meistens auf Rennstrecken. Ich fahre aus der Kurve raus, Motorrad schon aufgerichtet teilweise, ich kann ziemlich hart am Kabel ziehen, Motorrad kommt in die Galeriestellung, meistens nicht hoch die Willis, meistens mehr über Speed und ich gehe meistens als Rennfahrer mit dem Körper nach vorne, stehen die Fußrasten ordentlich drin, Popsch ein bisschen aufheben, kommt das Vorderrad wieder runter. Steigt es mehr an, sollte ich versuchen auf die Fußbremse zu steigen bei Volllast, um das Motorrad wieder runter zu holen, um wenig Bewegung im Fahrwerk zu haben. Wir müssen ein paar Parameter immer verstehen und unter Kontrolle halten. Ja, es gibt ein paar Sparten. Wir müssen die Bedienbarkeiten generell von den Hebeln, Kupplung, Gas, Fußpedal, Schaltung unter Kontrolle haben, wenn wir Willi fahren wollen. Jetzt denken sich die meisten, naja, kein Problem, ich mache mit meiner GS oder mit meinem Motorrad permanent Gas, Zugas auf, das ist der Willi. Wenn ihr das macht, habt ihr Riesenprobleme. Warum? Ein Motorrad fängt beim Gaswilli an, sehr schnell zu beschleunigen und du kannst das Motorrad eigentlich nicht stabil halten in einer gleichbleibenden Geschwindigkeit. Das heißt, du wirst immer mal schneller, 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 Vorderrad kommt runter und eigentlich ist alles dann schon zu schnell, du kommst auf. Du hast einfach die Bedienbarkeiten nicht unter Kontrolle. Ja? Und das sollten wir ganz definitiv vermeiden. Ja? Also jetzt kommen wir zum Punkt, wie fange ich eigentlich an? Jeder Motorradfahrer, der was Willi fahren üben will, sollte anfangen damit, dass er mit der Kupplung einen kleinen Willi produziert, oder provoziert und produziert. Ja? Das heißt, du gibst Gas, Kupplung schnell auslassen, kontrolliert natürlich, whoop, Motorrad hebt sich ein bisschen und dann steigt auf die Fußbremse, um das Vorderrad wieder runterzuholen. Weil es ist irrsinnig wichtig, wenn ein Motorrad irgendwann beim Willi überziehen sollte, würde die quasi nach hinten runterfliegen. Die meisten von euch kennen noch den Max Biaggi, wie er über Start-Ziel-Fahrt das Motorrad
die Yamaha komplett, die Marlboro Yamaha, glaube ich, war es, überzieht er komplett und holt sie wieder mit der Fußbremse zurück. Ja? Und das ist auch quasi der Punkt, der was ganz, ganz wichtig ist für euch. Ja? Ihr müsst verstehen lernen, dass Willifahren nicht Gas auf ist und ihr macht gar nichts mehr auf den Pedalen oder auf den Bedienbarkeiten, sondern ihr müsst eben, wenn Probleme entstehen, dementsprechend auch reagieren können. Überziehe ich das Motorrad, Kupplung zu schnell ausgelassen, Motorrad kommt nach hinten, steige ich auf die Fußbremse drauf, wupp, Motorrad fällt wieder runter. Dann kommt ein anderes Problem auf uns zu. Haben wir mal die Bedienbarkeit, Fußbremse, Kupplung unter Kontrolle, also ich kann einen Willi machen und kann das Motorrad wieder runterholen, ja? Kommt das Problem auf uns zu, dass wir natürlich irgendwann einmal diese Achse auch ausgleichen müssen. Ein Motorrad würde immer tendieren dazu, dass es umfliegt. Wie ihr sehen könnt am Video, tue ich auch genau diese Achse permanent austarieren und ausgleichen mit meinem Knie, mit meinem Oberkörper, mit dem Helm. Ich arbeite permanent sehr viel, ja, damit das Motorrad in Spur bleibt. Ja. All diese Achsen und Bewegungsabläufe sollte ich einmal langsam trainieren. Ja. Also das heißt, ich mache nicht einen super Willi, der was super steil ist, der was mich in den roten Bereich reinführt, rein geistig und körperlich, weil dann bin ich nur noch am reagieren und nicht mehr am agieren. Ja. Und genau das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen vollste Kontrolle haben, damit ich eben alle Achsen, diese Achse, seitlich wegklappen vom Motorrad. Wenn ich jetzt seitlich draufschaue beim Willifahren, wenn ich überziehen sollte, dass ich das Vorderrad wieder runterbekomme. Und all diese Achsen wollen wir einfach unter Kontrolle halten. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig beim Willifahren. Schaut, dass ihr rauskommt, nehmt auch kleine Kindermotocross mit einer Kupplung, mit einem ganz normalen Schaltgetriebe und fangt an mit Kupplung, Gas geben, das Motorrad nach oben zu bekommen, leicht am Lenker reißen. Wenn ihr das macht, ja, und dann auch gleichzeitig noch das Motorrad, wenn es nach oben kommt, mit der Fußbremse runterholen und das ist quasi verinnerlicht, ja, dann können wir den nächsten Schritt machen. Motorrad so weit nach oben bringen, damit es stabil die Geschwindigkeit haltet. Natürlich halte ich mein Motorrad immer in dem Bereich, ja, wird ein Motorrad immer beschleunigen, 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 ja, und ihr werdet den Willi nicht lang halten können. Ihr gebt Gas, und Vorderrad fällt schon wieder runter. Ja. Und die große Kunst ist dann eben, das Motorrad nach oben zu bekommen, dass das Motorrad quasi nicht mehr beschleunigen will, sondern die Geschwindigkeit haltet. Und dann müsst ihr anfangen, wenn wir jetzt nach vorne gehen, von vorne drauf schauen, das Motorrad immer in der Balance halten. Ihr werdet jetzt gleich merken am Video, dass ich das permanent ausgleichen muss und eben Kupplung und Gas voll unter Kontrolle habe. Weil habe ich es nicht unter Kontrolle, fahrt das Motorrad immer irgendwo hin und die Sturzgefahr steigt zum Quadrat. Ja. Deswegen ganz klar mit kleinen Kupaturen üben, nicht mit eigenem Motorrad, gar mit einem teuren Motorrad um vielleicht 20 oder 30.000 Euro, würde ich nicht vorschlagen. Ja. Weil umso stärker ein Motorrad wird, umso schwieriger wird es auch werden, weil der Punkt, wo das Motorrad dann quasi nach oben kommt, wupp, ja, den muss ich bei jedem Motorrad anders definieren, ja? Weil die Kupplung anders greift, weil der Motor andere Leistung hat, weil ich einen Vierzylinder habe, einen Zweizylinder, der eine macht mehr mit Drehmoment den Willi, der andere macht es wieder mehr mit Drehzahl und all diese Faktoren brauchen einfach Erfahrung. Ja? Und wenn ich jetzt mit einer 200 PS Maschine da wirklich reinkuppeln will, ist es am Anfang wirklich nicht leicht. Ja? Was auf jeden Fall sehr wichtig sein wird für euch ist, lernt das Willifahren in Etappen. Versucht nicht gleich 100 Meter auf einmal zu schaffen, ja, sondern versucht eher, wirklich, wie gesagt, wie am Anfang, Kupplung auslassen, raufziehen, Fußbremse runterholen und das wirklich einmal 20 Mal wiederholen, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, wann kommt das Motorrad, wann steigt das Motorrad, wie muss ich sie runterholen, wie stark muss ich auf die Fußbremse steigen, weil ich muss ja nicht natürlich voll reinsteigen, damit ich nicht gleich wieder so runter knall mit dem Vorderreifen auf den Boden, sondern ich kann sie smooth runterholen. Es gibt natürlich dann schon Fahrsituationen, wo ich dann, wenn das Motorrad sehr schnell kommt, ich schnell reagieren muss und draufsteigen muss, nur natürlich den Schlag nach vorne möchte ich mir auch so angenehm wie möglich halten, wenn ich es halt dann halten kann auf der Fußbremse und dann runterbringe und so dann nach vorne bekomme, dann ist es sehr, sehr angenehm und smooth. Aber wie gesagt, das setzt voraus, dass man dann schon Erfahrung gesammelt hat und ein bisschen Erfahrung hat. Ja. Wenn es dann ganz gut geht und richtig leibend funktioniert, kann man auch vielleicht bergab sogar, wenn es bergab geht, mit dem Willi bergab fahren, ohne dass man Gas gibt und das Motorrad nur auf der Fußbremse haltet, das natürlich dann schon die ganz hohe Kunst, aber wenn man es mal kann, macht es irrsinnig viel, viel Spaß. Ja, zusammengefasst ist es, glaube ich, so, dass man sagen kann, in Etappen lernen, die Bedienbarkeiten des Motorrads, ja, Kupplung, Gas, Bremse, Schaltung, ganz, ganz wichtig. Die nächste Stufe, wenn ich dann schon ausgleichen kann, ja, und quasi Geschwindigkeit halten kann beim Willifahren, ist ganz, ganz wichtig,
dass ihr auch anfangt zu schalten, weil ich will vielleicht einmal ein bisschen schneller fahren, dann kommt das Motorrad runter, ich gebe Gas und will dann schalten und hole das Motorrad wieder nach oben. Ja. Und da wären wir wieder beim Punkt Bedienbarkeiten. Ja. Ihr merkt schon, ohne Kupplung, ohne Gasgefühl, ohne Schaltung, ohne Bremse, komme ich beim Willi-Fahren nicht aus. Ja. Und genau das will ich euch heute mit dem Video ein bisschen mitgeben, ein bisschen vermitteln. Hasardiert es nicht, haut euch nicht raus mit dem Motorrad und kuppelt sie irgendwie ein. Das endet meistens irgendwo im Gips, der was keiner braucht. Sondern fangt in kleinen Etappen an. Kupplungswilli runterholen mit der Fußbremse. Wenn das funktioniert, Kupplungswilli höher machen, runterbringen. Ja? Vielleicht einmal versuchen, mit verschiedenen Gängen zu schalten. Einmal mit dem ersten Gang, um zu merken, das steigt man schnell auf. Dann mit dem zweiten Gang, dann mit dem dritten Gang, aha, da brauche ich mehr Drehzahl, weil einfach die Übersetzung schon so lang ist. Ja? Damit ich einfach ein Gefühl aufbaue für mein Bike und für die Kupplung und wie schnell das Motorrad einfach steigt. Ja? Ich hoffe, es war wie immer lehrreich für euch. Hat euch das Video wieder gefallen? Schickt mir wie immer bitte einen Daumen, abonniert meinen Kanal. Es gibt in Zukunft noch viel, viel mehr Videos. Ich freue mich auf euch. Bis bald, euer Roland. Macht es gut. Ciao.